sich für den Islam interessiert, wie man dazu gekommen ist und welche Schwierigkeiten man damit hat oder welche Vorteile sich damit gebildet haben. Ich habe ja verschiedene Themen in den Interviews angesprochen. Ja, das wäre auch noch eine Frage, die ich jetzt direkt gestellt hätte. Was für Kategorien waren das? Also einmal Sexualität und auch Körpergefühl, haben wir ja gehört. Körperbewusstsein. Ja, genau. Was war das noch? Also ich habe mich mit dem Thema halt Kleidung befasst, wie ob sich die Brüder und Schwestern halt nach der Konvertierung eventuell anders gekleidet haben. Hm. Ich bin vorsichtig mit dem Ausdruck islamische Kleidung. Einfach dadurch, da es unterschiedliche Interpretationen halt dazu gibt. Also natürlich würde man erstmal davon ausgehen, ob nun die Schwester jetzt anfängt, Kopftuch zu tragen oder nicht. Oder ob es halt, ob der Bruder jetzt, weiß nicht, längere Kleidung trägt. Also oder diese arabische Tracht und genau, so. Genau. Und wie sich halt eventuell halt diese Veränderungen halt auf den Umkreis ausgewirkt haben, wie Menschen darauf reagiert haben. Also sollten diese Änderungen stattgefunden haben. Ja. Das ist zum Beispiel eine Kategorie gewesen. Dann natürlich, wie die eigentliche Familie und die Freunde und der Freundeskreis auf die Konvertierung reagiert haben und wie sie sich weiterhin damit befassen und ob sich der Freundeskreis einfach durch die Konvertierung geändert hat. Das war ein persönliches Interesse auch irgendwie von mir halt wieder, weil ich mir jetzt selber meinen Freundeskreis halt angeschaut habe, wie der sich eventuell verändert hat. Und das hat er und ich habe nicht gedacht, dass das passieren würde. Ja. Wie ist das bei den anderen interviewten Brüdern und Schwestern gewesen? Hat sich da der Freundeskreis auch verändert? Oder wenn ja, sofort und jetzt auf gleich oder erst nach und nach? Oder gab es da eine Tendenz? Ja, überwiegend, also ich würde schon sagen, überwiegend hat sich der Freundeskreis zum sehr muslimischen geflossen. Also natürlich gibt es noch alte Freundschaften quasi vor der Konvertierung, die auch weiterhin bestehen bleiben, weil sie halt stark genug sind, halt diese Veränderung, dieser Veränderung ja, standzuhalten. Ja. Was nicht immer einfach ist. Das ist also für diejenigen, die halt diese Veränderung mitmachen müssen, ist es schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Aber wenn die Freundschaft halt da ist, dann kann solch eine Veränderung dem auch nichts. Also hat man das auch rausgehört? Waren die Veränderungen seitens der Konvertierten auch so stark, dass es praktisch auch wirklich eine Prüfung für diese Freundschaften, die vorher bestanden, gegeben hat? Oder, also ich weiß es bei mir persönlich, ich bin ja auch konvertiert und da wurde auch von meinen Freunden haben auch gesagt, eigentlich merkt man es gar nicht so richtig, bis auf halt Beten und kein Schweinefleisch, kein Alkohol und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist ja noch ein ganz normaler Mensch. Ja. Oder man merkt schon ein gewisses Interesse, in eine andere Richtung geht und so weiter. Aber es gibt jetzt nicht diesen Clash irgendwie, dass es auf einmal knallt und man kann gar nicht mehr mit demjenigen auskommen. Gab es solche Sachen? Hat man sowas durchgehört? Oder? Solche Situationen gab es auch. Also es gab sicherlich einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gesagt haben, dass sie sich nun fast ausschließlich halt dem Islam widmen. Hm. Und das hat mit alten Freundschaften mit Nicht-Muslimen einfach nicht mehr gepasst. Ja. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie die Freundschaften vorher waren. Genau, ne? Also sind sie nun eher oberflächlich gewesen? Dazu muss man halt auch sagen, ich merke das eher halt in England eher als in Deutschland. In England gibt es halt diese Kneipenkultur. Ja. Die ist hier nicht ganz so stark vertreten, aber dort läuft alles ums Pub, um die Kneipe halt ab. Und da trifft man sich halt und das ist dann halt sehr oft, dass halt direkt nach der Konvertierung halt dieser Cut gemacht wird, dass du noch nicht
für einen Orangensaft da reingehst. Ja, gut, ist auch ziemlich schwer, dort für einen Orangensaft reinzugehen, oder? Also ich weiß es nicht selber, aber normalerweise ist dort Bier, gehört genauso zum Pub dazu wie... Ja, klar, natürlich, aber ich meine, du kannst ja auch ins Pub gehen und einen Orangensaft oder eine Cola trinken. Das ist ja eigentlich kein Problem und manche machen das auch. Okay. Also das ist, da sind halt diese unterschiedlichen Auslegungen. Gehe ich in eine Kneipe rein, da ist wieder so, ja, da wird aber Alkohol ausgeschenkt. Hm. Womit man eigentlich nicht quasi in Berührung kommen soll. Oder auch Menschen, die halt Alkohol trinken. Ja. Deswegen bleibt man lieber gleich davon fern. Oder man sagt sich so, ja, aber ich muss das ja nicht selber trinken. Ich trinke halt nur mein nicht alkoholisches Getränk, aber ich kann mich trotzdem noch mit meinen Freunden amüsieren. Ja. Das sind halt dann diese Feinheiten. Ja, klar. Ja, und da ist es dann halt so, dass halt die solche Freundschaften, also so Kneipenfreundschaften natürlich, dann das hat sich dann quasi mit der Konvertierung verabschiedet. Mhm. Und man sucht sich halt dann auch eher Gleichgesinnte. Wie würdest du so sagen, die Konvertiten, die du befragt hast, kann man die eher als engstirnig oder extremistisch, im weitesten Sinne jetzt nicht extremistisch, aber schon sehr... Konservativ? Sehr konservativ, richtig. Oder waren die eher so liberal eingestellt? Ich meine, du hast am Anfang gesagt, du hast viele verschiedene Charaktere interviewt. Ja. Gibt es aber vielleicht... Also man sagt ja immer, dass sich jemand, der konvertiert und mit dem Islam beschäftigt, dann schon sehr stark auch darauf ausgerichtet ist. Ja. Wie äußert sich das oder wie kannst du das beschreiben? Ich habe mir zuerst gedacht, als ich angefangen habe, die Interviews zu führen, dass ich womöglich nur liberal denkende Konvertiten befragen würde, einfach aufgrund der Intimität meines Themas. Ja. Allerdings bin ich jetzt über die letzten anderthalb Jahre zu dem Schluss gekommen, dass liberal nicht gleich liberal und konservativ nicht gleich konservativ ist. Es kann auch häufig einfach eine Mischung von beidem sein. Und ich habe durchaus welche kennengelernt, die nach strikten Regeln des Islams leben und sich auch nicht irgendwie anderweitig entfalten irgendwie, sondern sich wirklich nur mit dem Islam beschäftigen, weil das halt ihre Aufgabe ist. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das natürlich auch nach außen hin auch gezeigt wird, aber auf der anderen Seite habe ich auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennengelernt, die sich gesagt haben, dass die Konvertierung eine Privatsache ist. Okay. Und dass es niemanden außer ihnen selbst und Allah angeht, wie die Religion gelebt oder nicht gelebt wird. Und praktisch auch das Thema wird auch nicht unbedingt nach außen getragen. Bleibt nur, wenn gefragt wird vielleicht. Ansonsten. Genau. Also wenn sich sicherlich, es gibt welche, die nach außen hin, man sieht nicht, einfach schon kleidungsmäßig, sieht man nicht, dass sie Muslime oder Muslimas sind. Da wird dann eventuell nur vom Verhalten her, kann man dann eventuell sehen, wenn man die Person aber auch erst näher kennt, dass es islamische Züge oder Tendenzen eventuell hat. Hast du da vielleicht rausgefühlt, dass das auch vielleicht mit einer Art Angst zu tun hat, dass man, wenn man zu sehr den Islam zeigen würde oder dass man zeigen würde, dass man konvertiert ist, dass man dann zu stark auf Ablehnung stößt, die man ja eigentlich gar nicht provozieren möchte? Oder kannst du das sagen, nein?